Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Urknall, Weltall und das Leben. Heute reden wir über Forschungsschwerpunkte an unserem Fusionsexperiment Astex Upgrade. Das war in den Kommentaren, sagen wir, mehrmals wurde gesagt, könnt ihr nicht mal was dazu machen? Wofür gibt es Astex Upgrade? Was wird da gemacht? Wir haben schon mal ein Video gemacht, wo ich um Astex Upgrade rumgegangen bin und wir mit der Kamera hinterhergelaufen sind. Und da habe ich gezeigt, sozusagen, was es für Hardware gibt an Astex Upgrade. Ein bisschen drauf eingegangen, was man da macht. Das Video, den Link, findet ihr hier unten. Aber so ein bisschen mehr sozusagen zur Physik. Warum sieht Astex Upgrade so aus, wie es aussieht? Warum machen wir das? Das ist, was ich heute machen wollte. Also fangen wir an, sozusagen, wie ist die Rolle von dem Astex Upgrade Experiment in dem Fusionsforschungskonzept? Dazu haben wir was, was wir die Stufenleiter nennen. Also das sieht man jetzt hier, Astex Upgrade, dann das JET-Experiment. Das ist das weltweit größte Fusionsexperiment. Gibt es auch ein Video zu, an dem neulich gerade der Deuterium-Tritium-Betrieb, ein neuer Weltrekord in Fusionsenergie, aufgestellt wurde. Ist auch unten verlinkt. Und dann ist da ITER zu sehen und man sieht, sozusagen, die Maschinen haben eine Skalierung, so dass sie, das ist jetzt ein bisschen Zufall, dass es genau Faktor 2 ist, sie sind immer ein Faktor 2 in der Lineardimension größer. Und die Idee dahinter ist natürlich, je größer, desto teurer. Deshalb wird man nicht als allererstes eine Maschine bauen, die riesig groß ist und von der man nicht genau weiß, wie sie funktioniert, sondern man hangelt sich sozusagen von Schritt zu Schritt auf dieser Stufenleiter empor. Und was man an der einen Maschine lernt, überträgt man auf die nächste Maschine und sozusagen beweist, dass es geht und kann damit noch mehr machen. Und wenn man so eine Strategie hat, und das ist jetzt eigentlich ganz wichtig, dann ist ein bisschen die Frage, was hat man eigentlich für eine Grundlage zu sagen, ich mache das jetzt in Astex Upgrade und dann sage ich, ich mache es in JET und dann weiß ich, dass es in ITER auch funktionieren wird. Einfach der Schluss von n auf n plus 1, sozusagen, wenn es einmal geklappt hat, wird es schon ein zweites Mal klappen, der geht natürlich nicht. Und das heißt, was wir machen, ist so eine Art Ähnlichkeitsexperimente. Man kennt es vom Windtunnel. Also bevor ich ein riesen komplexes Auto baue und dann sozusagen ausprobiere, wie die Umströmung ist, wie das funktioniert, das in einen großen Windkanal reinstelle, baue ich ein kleines Modell und skaliere dann die Strömungsgeschwindigkeit so, dass die Strömungsverhältnisse von der Physik her die gleichen sind. Und so ähnlich ist das hier auch. Man benutzt sogenannte Skalierungsgesetze. Das heißt, man muss sich überlegen, in welchen Größen kann ich denn sozusagen die Parameter so machen, dass JET und Astex Upgrade zum Beispiel gleich groß sind. Größe ist jetzt ein schönes Beispiel. Sozusagen, das kann man sich vielleicht so vorstellen. Wenn man sich vorstellt, ich habe hier meinen Tokamak. Und als Größe sage ich mal, da drin gyrieren ja die Teilchen. Also ich habe da die Feldlinien und um die Feldlinien herum gyrieren die Teilchen auf so Bahnen. Und jetzt gucke ich mal, wie viele Teilchen passen da nebeneinander rein, wenn jedes einen Gyrationsradius groß ist. Stark vereinfacht natürlich. So, und dann passen jetzt in meine Maschine hier, wie viel immer es sind, 10, 12 Gyrationsradien rein nebeneinander. Und Astex Upgrade ist das ein halber Meter. Also da haben wir jetzt hier 0,5 Meter und in JET haben wir hier einen Meter. Jetzt ist es so, wenn ich das Magnetfeld zum Beispiel im JET so machen würde, dass da auch gerade 12 Gyrationsradien reinpassen, dann, obwohl das einen Meter groß ist, ist die Physik die gleiche. Und das ist so ein typisches Skalierungsgesetz. Also sozusagen wichtig ist hier die Gyration, dieser Ausdehnung, Gyrationsradius. Wenn gleich viele Gyrationsradien reinpassen, dann ist auch die Physik die gleiche, wenn auch alle anderen Parameter gleich sind. Und das heißt, wir haben hier eine normierte Länge, also eine dimensionslose Länge, und die Länge ist der Gyrationsradius geteilt durch die Ausdehnung vom Experiment. Gleicher normierter Gyrationsradius, gleiche Physik. Und man kann zeigen, dass die Physik, die zumindest in dem Kernplasma, also wo es heiß ist und alle Teilchen ionisiert sind, die da herrscht, dass die gleich ist, wenn man Gleichheit macht in dieser normierten Größe Gyroradius, also nicht Radius selber, sondern Radius normiert auf die Maschinenlänge, wie viele Gyrationsradien passen da rein. Dann eine Energiedichte, die ich auf die Energiedichte des Magnetfelds normiere, also kinetische Energie da drin, Wärmeenergie und Teilchenbewegung.
normiert auf die Magnetfeldenergie. Und dann gibt es noch Dissipation, das hat was zu tun mit Stößen. Da gucke ich mir an, wie viele Stöße macht so ein Teilchen, wenn es in dem Torus umläuft. Wenn ich diese drei Parameter nehme, also diesen Stoßparameter, die normierte Energie und die normierte Größe und mache die alle drei gleich in zwei Maschinen unterschiedlicher dimensionsbehafteter Größe, also Jet, ITER, ASTEX Upgrade zum Beispiel, dann weiß ich von den Gleichungen her, die Physik ist die gleiche. Wenn ich nämlich die Gleichung löse, die kann man so normieren in diesen Größen, dann kommt immer die gleiche Lösung dabei raus. Die weiß dann gar nichts mehr davon, ob der Radius 1 Meter oder 2 Meter oder 1,5 Meter ist. Die weiß nur, da passen 12 Gyrationsradien rein. So, klingt toll, weil dann bauen wir eine Maschine wie ASTEX Upgrade und sagen, ich mache all drei Parameter, die ich gerade besprochen habe, gleich groß wie in ITER und schon kann ich das Gleiche machen, was ich in ITER auch mache. Die Sache hat einen Haken, die hat sogar mehr als einen Haken. Also der offensichtliche Haken ist, ich kann nicht alle drei Parameter gleichzeitig auf den Wert von ITER bringen in ASTEX Upgrade oder in JET. Ansonsten hätte ich ITER gebaut und das Ding würde zünden und wäre ein Fusionsreaktor und das ist ASTEX Upgrade gerade nicht. Und der zweite ist, es gibt weitere Physik, die nicht in dieser Beschreibung mit diesen drei Parametern drinsteckt, zum Beispiel die Fusionsreaktion selbst, die von Energien, absoluten Energien abhängt, über die Wirkungsquerschnitte von der Teilchenreaktion oder auch Strahlung, elektromagnetische Strahlung aus dem Plasma raus. Da geht wieder eine absolute Größe die Ionisationsenergie der Teilchen ein. Und das heißt, ganz so einfach ist es nicht. Was man aber machen kann, man kann versuchen, von den drei Parametern, die ich nicht gleichzeitig gleich machen kann, jeweils zwei gleich zu machen und in der dritten zu skalieren. Und tatsächlich stellt sich raus, dass ich sowohl die Stoßfrequenz, die normierte, als auch die Energiedichte in JET, in ASTEX Upgrade, jeweils auf den Wert bringen kann, zusammen, die sie auch in ITER haben werden. Aber die Größe, die Maschinengröße, auch die normierte Größe passt dann nicht und dann mache ich so ein Skalierungsargument. Das heißt, die ganze Idee dahinter ist, ich habe Gleichung, ich mache nicht nur einfach, ich baue es doppelt so groß und dann ist es doppelt so gut, sondern ich habe Gleichungen, die mir sagen, wenn ich es doppelt so groß baue, müsste das und das passieren. Die normiere ich so, dass ich diese Skalierungsexperimente machen kann und wenn diese Theorien, die ich da in den normierten Größen aufgeschrieben habe, erfüllt wären, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass meine Physik die richtige ist und dass ich auch ITER richtig beschreiben kann damit. So, das ist jetzt lange Vorrede, aber das ist der Sinn davon, ASTEX Upgrade zu machen, ist der Sinn davon, eine Maschine zu machen, die eigentlich 1,5 Meter groß ist im kleinen Radius und nicht 2 Meter groß wie ITER und von der wir wissen, dass wir da drin keine positive Energiebilanz erzeugen können. Aber die Physik machen wir eben über die Skalierungsgesetze ähnlich der Physik, die wir an ITER erwarten. So, was sind jetzt die Alleinstellungsmerkmale von ASTEX Upgrade? Im Wesentlichen sind das drei Dinge. Das erste ist, dass ASTEX Upgrade eine sehr hohe Heizleistung hat. Also schreibt es mal hier hin. Heizung ist mehr als 30 Megawatt. Um Vergleich zu geben, eure Küchenmikrowelle daheim hat vielleicht 1 Kilowatt. Das heißt, wir reden über die Leistung von 30.000 Küchenmikrowellen, die wir zur Plasmaheizung zur Verfügung haben. Das heißt, dass wir das Plasma an jegliche Stabilitätsgrenzen treiben können, wenn wir die volle Heizleistung ins Plasma reinschießen. Das heißt auch, dass der Wärmefluss, also wir deponieren die Wärme hier irgendwo im Zentrum, die diffundiert nach außen und irgendwann kommt sie über die Oberfläche raus und trifft auf die Wand. Und weil wir so viel Heizleistung reinstecken, heißt es, dass der Wärmefluss auf die Wand extrem hohe Werte erreicht, so wie wir das auch in ITER und auch in einem Fusionskraftwerk erreichen. Und wir müssen dann damit umgehen, sozusagen, wie wir diesen Leistungsfluss an der Wand sozusagen abfangen, abfedern und zum Beispiel durch Strahlung so minimieren, dass die Wand dem Stand hält. Und die Zahlen sind sehr beeindruckend. Also wenn wir nichts tun an ASTEX Upgrade, um sozusagen das Problem zu lindern, dann ist der Wärmefluss auf die Wand in der Gegend, wo die Feldlinien die Wand berühren, von der Größenordnung mehr als 30 Megawatt pro Quadratmeter. Wieder Vergleich, an der Sonnenoberfläche haben wir so 50 bis 60 Megawatt pro Quadratmeter. Das heißt, wir bauen Komponenten, die man im Prinzip auf die Sonnenoberfläche draufhalten könnte und die halten diesem Wärmefluss stand. Die sind natürlich gekühlt aktiv, sodass sie dem Wärmefluss standhalten können, aber das ist das Problem sozusagen der Wärmeabfuhr und ASTEX Upgrade hat so viel Heizleistung normiert auf die Oberfläche mehr als jedes andere Experiment, dass wir diese Experimente besonders gut durchführen können.
Aber das ist vielleicht der erste Punkt. Der zweite, der damit zusammenhängt, ist, ASTEX Upgrade ist innen mit Wolfram ausgekleidet. Wolfram ist ein Element oder ein Wandmaterial, was man für einen Reaktor verwenden werden muss, weil Wolfram extrem geringe Erosion hat und auch kein Tritium aufsaugt und speichert. Das Tritium soll ja im Plasma verbrennen und nicht irgendwo in der Wand gespeichert werden. Viele andere Experimente haben Kohlenstoff als Wandmaterial, weil das sozusagen einfacher zu handhaben ist als das Wolfram, sind aber letztlich dadurch nicht relevant für einen Reaktor. Da gibt es auch ein Bildchen, was ich dabei habe, da kann man hier genau sehen, wie die Innenwand von ASTEX Upgrade aussieht, dass die so shiny ist. Das heißt, dass man da sieht, dass das mit metallischem Material belegt ist, an den Reflexionen da dran. Und dass eben diese Wolfram-Geschichte, die wir draufgetan haben. Tatsächlich ist es so, dass JET dann nachgezogen hat mit einer metallischen Wand, um das eben auch sozusagen auszuprobieren, wie das funktionieren kann. Und ITER, das zunächst auch mit Kohlenstoff geplant hatte, an einigen Stellen ist auch vollständig auf Wolfram an diesen Stellen umgestiegen, gerade im Diverterbereich, wo die hohe Leistung hinkommt. Das heißt, da haben wir praktisch eine direkte Auswirkung darauf gehabt, wie die jetzigen Fusionsexperimente aussehen. Also das ist eins, eigentlich zwei Dinge, die Heizung und die Wolframwand, die sind, was die ASTEX Upgrade ganz sozusagen ein Alleinstellungsmerkmal machen, ganz was Spezielles, und wir sind auch bekannt dafür, für unsere Experimente zur Plasmawandwechselwirkung. Ich habe jetzt noch ein Filmchen, sozusagen, das ich zeigen will, auf dem man sieht, was da passiert. Und das Filmchen funktioniert so. Hier sieht man nochmal das Bild vom Innengefäß von ASTEX Upgrade. Und auf dem nächsten, auf dem Film, sehen wir jetzt einen Blick, der von oben ins Gefäß reingeht und der auf die Kacheln, diese Hitzeschild, Wärmekacheln, die da unten im sogenannten Diverter, in diesem kreisförmigen Gebilde, diesem Ring hier unten sind, weil da kommt die Leistung hin. Also da sieht man auf der linken Seite eine Entladung, an der wir keinerlei Vorkehrungen treffen und die sehr kräftig geheizt wird. Und zuerst sieht man gar nichts, sondern ist dieser Blick von oben auf den Diverter. Und nach einer Weile sieht man am Diverter, wie die Kanten, die Ecken vom Material anfangen zu glühen. Und nach einer Weile glüht das ganz heftig und das heißt, dass die Teile über 1000 Grad heiß werden. Und wir müssen aufhören, das Experiment zu fahren, weil der Leistungsschluss tatsächlich so groß ist, dass die Komponenten den stationär nicht verkraften könnten. Wenn man sich jetzt das rechts anschaut, dann sieht man, dass man nichts sieht. Also bis auf ein paar kleine Stellen ist eigentlich der Leistungsschluss völlig abgefedert und führt nicht dazu, dass die Wand so glüht. Und der Trick, den wir verwendet haben, ist, dass wir ganz kleine Mengen von Gas zusetzen, in dem Fall ist es Stickstoff, das ganz stark elektromagnetisch strahlt, gerade in dieser Umgebung, wo der Divertor ist. Das heißt, da wird die Leistung über Strahlung rausgenommen. Anstatt von den heißen Plasmateilchen auf den Divertor zu kommen, wird die jetzt in alle Raumwinkel abgestrahlt und belastet gleichmäßig die ganze große Wand und nicht nur unten diesen Bereich da drin. Und so führt es dazu, dass man eigentlich zum Konzept kommt, eben durch diese zugesetzten Verunreinigungen, das dazu führt, dass die Wärmebelastung gar nicht so groß ist, wie man sich das zunächst vorgestellt hat. Das ist auch ein Konzept, das wir eigentlich entwickelt haben an ASTEX Upgrade und was jetzt überall angewendet wird, auch für ITER und für einen Fusionsreaktor vorgesehen ist. Und das ist, wo wir auch relativ stolz drauf sind, sozusagen, dass man uns damit in Verbindung bringt. Gut, jetzt habe ich noch eine dritte Geschichte. Ich habe gesagt, es gibt drei Punkte. Es gibt viel mehr, aber das sind vielleicht die drei, die man sozusagen mal am ehesten nennen würde. Die Heizung, die Wolframwand. Und das dritte ist die sogenannte Diagnostik. Unter Diagnostik verstehen wir Messverfahren, mit denen wir die Plasmaparameter messen. Ein einfaches ist diese Kamera, die wir gerade gesehen haben, also ein Bild von, das war übrigens eine Infrarotkamera, also kein echtes Bild sozusagen aus dem sichtbaren Bereich, sondern da sieht man sozusagen die Wärmestrahlung, deshalb sieht man, wo es leuchtet, ist es heiß. Aber natürlich gibt es viel ausgefuchstere Diagnostiken, wenn man messen will, wie 100 Millionen Grad zum Beispiel, wenn es im Zentrum 100 Millionen Grad heißt, ist, wie hoch die Temperatur ist, dann muss man Dinge entwickeln, die es auf dem Markt gar nicht gibt. Also zum Beispiel einen Laserstrahl durchschießen und das gestreute Licht davon angucken und anhand der Verschiebung der Linien von dem oder der Frequenz von dem gestreuten Licht rausfinden, wie groß ist jetzt die Temperatur in dem Plasma gewesen. Und über die Jahre hin haben wir an ASTEX Upgrade sehr viele Diagnostiken entwickelt, sodass wir jetzt eine extrem hohe zeitliche und räumliche Auflösung haben, um solche Experimente zu diagnostizieren. Und nur das hilft eigentlich, denn wenn man die Physik dahinter verstehen will, dann braucht man dieses Vergrößerungsglas sozusagen, mit dem man räumlich und zeitlich hinschauen kann und genau rausfindet, was da passiert.
Ich zeige mal hierzu auch ein Beispiel. Das sind hier Profile vom Plasmarand. Das sind Profile von der Temperatur und von der Dichte. Oben die Temperatur, Ionen- und Elektronentemperatur, unten die Dichte. Man sieht, die roten Kurven sind eine gefiedete Linie. Also das ist sozusagen ein Profil, was da durchgezogen ist. Man sieht aber, dass wir sehr, sehr viele Messpunkte haben, mit denen wir so eine Kurve anfitten können. Das heißt, wir haben eine extrem hohe räumliche Auflösung. Wenn man nämlich unten auf die Achse schaut, dann sieht man, dass der ganze Bereich mal gerade 5 cm breit ist. Das heißt, wir haben auf diese 5 cm ganz, ganz viele Messpunkte. Wir machen da noch einen kleinen Trick. Wir haben im Prinzip nicht ganz so viele Sichtlinien, Messpunkte hier, aber wir schieben das Plasma ganz leicht hin und her, sodass die im Raum feste Optik, die sich das anschaut, dann immer verschiedene Orte sieht. Aber wir kommen zu einer Auflösung, die im Millimeterbereich oder drunter ist, was jetzt sozusagen uns erlaubt, ganz präzise hinzuschauen und zu verstehen, was da passiert. In dem Beispiel, was ich hier gezeigt habe, sieht man zum Beispiel, dass die Gradienten, gerade in der Dichte, auch in der Temperatur, auf dem letzten Zentimeter ganz, ganz stark ansteigen, weil an der Stelle der Transport, der Verlust von Wärme und Teilchen besonders niedrig ist, was man zum Beispiel ausnutzen kann, um eben Temperaturen und Dichten möglichst hoch zu machen. Und ich habe noch ein letztes Beispiel, was ich auch noch zeigen wollte. Da geht es um zeitlich hoch aufgelöste Bilder. Ich zeige dazu mal so ein Filmchen, was ich, glaube ich, schon ein paar Mal auch auf öffentlichen Vorträgen gezeigt habe. Und zwar sieht man auf der rechten Seite in Realtime, also so im die Sekunde ist mehr oder weniger so lang wie die wirkliche Sekunde, eine ASTEX-Upgrade-Entladung. Man sieht, wie die sich entwickelt, man sieht, wie die sozusagen relativ stationär vor sich hinläuft. Und ganz am Ende sieht man, zack, wie die Entladung sich plötzlich verabschiedet und sozusagen innerhalb von wenigen Millisekunden tatsächlich mal die gesamte Entladung da drin verliert. Und das ist sogenannte Disruption. Das ist eine Instabilität, das ist was man nicht haben will. Aber wenn ich mir jetzt dieses Video anschaue, das kann ich mir so oft anschauen, wie ich will. Mit dieser zeitlichen Auflösung kann ich nicht rausfinden, was da eigentlich passiert ist. Also sprich, wenn ich im Sekundentakt mir so ein Bild angucke mit einer ganz normalen Kamera, dann kriege ich einen Überblick darüber, aber die detaillierte Physik verstehe ich nicht. Wenn man jetzt ganz genau hingeguckt hat, und ich spiele es jetzt nochmal ab, dann sieht man, dass bevor die Disruption kommt, hier so eine Strahlungszone innen hochläuft an der Wand von dem Experiment. Das sieht man aber nur ganz angedeutet und dann ist es schon weg. Und deshalb, wenn ich jetzt das rechte Bild hier draufklicke, das ist ein Movie, ein Film, der mit extrem hoher Zeitauflösung gemacht ist. Da kann man jetzt diese Strahlungszone ganz wunderbar sehen. Die löst sich, die entsteht nämlich eigentlich unten in der Maschine, wo die Dichte sehr hoch ist. Die löst sich dann langsam ab. Die läuft an der Innenwand der Maschine hoch und dringt dabei ins geschlossene Plasma ein und sozusagen nimmt die Energie aus dem Plasma raus, was letztlich dazu führt, dass es diese Instabilität gibt. Und man sieht sogar, wenn das oben die Wand berührt, wie man so Feldlinien aufleuchten, wenn so Filamente aus dieser Strahlungsinstabilität dann durch den Diverter laufen dabei. Und vielleicht ganz beachtlich, wenn man unten guckt, da läuft die Zeit mit und das sind Mikrosekunden. Also was da läuft sozusagen, vorne steht die Uhrzeit und wir bewegen uns innerhalb von ungefähr 100, noch nicht mal 100, von ungefähr 1, 2, 3 Millisekunden oder sowas höchstens hier drin. Wenn man auf die allerletzte Stelle guckt, da sieht man die Mikrosekunden laufen dabei. Also das soll heißen, wir haben ein ASTEX-Upgrade mit unserer Diagnostik jetzt eine Möglichkeit, solche Vorgänge zu studieren mit hoher zeitlicher und räumlicher Auflösung, wie das an vielen anderen Experimenten gar nicht möglich ist. Und das kommt eben darüber, dass das Experiment jetzt über Jahre betrieben wird und ständig ausgebaut worden ist und wir auch investiert haben, nicht nur sozusagen in die Heizleistung und in die großen Apparate, die sozusagen an ASTEX-Upgrade angeschlossen sind, sondern eben auch darin, dass man es möglichst genau messen kann. Das ist übrigens auch ganz beeindruckend, wenn man die Maschine sich anschaut, das ist in dem anderen Video, was unten verlinkt ist, auch zu sehen. Ich habe mal ein Bild mitgebracht, da sieht man auf der linken Seite ASTEX-Upgrade, wie es gerade fertiggestellt war, 1990. Und da sieht man diese rote Struktur und den Tokamak da dran, befestigt innen drin. Und ansonsten ist außen fast nichts und man sieht noch wunderschön die Strukturen. Wenn man auf der rechten Seite guckt, das Bild ist nicht so ganz alt, das ist von 2017. Und da sieht man eigentlich kaum noch das Herzstück, sozusagen die wirkliche Tokamak-Anlage, weil so viele Dinge außenrum gebaut sind. Und das ist im Wesentlichen die Heizleistung oder die Heizungen, von der ich schon geredet habe. Diese orangenen Röhren, die man sieht zum Beispiel, sind so Wellenheizungen, bei der die Ionen geheizt werden. Aber andererseits ist auch jede Menge Diagnostik dabei und dann natürlich Kühlwasserkanäle etc., Versorgung vom Experiment, sodass das also über die Jahre zu was gewachsen ist, was jetzt sozusagen
einen viel höheren wissenschaftlichen Wert hat, weil wir eben viel mehr Möglichkeiten haben, es einerseits zu betreiben und andererseits auch dann auszuwerten. Und vielleicht noch was Allerletztes als Forschungsschwerpunkt. Wir gehen immer mehr dazu über, die Plasmaparameter auch Feedback zu kontrollieren. Also sprich, nicht nur sozusagen zu sagen, ich will jetzt, dass die Spulen so eine zeitliche Abfolge des Spulenstroms fahren und dann gucke ich, was passiert, sondern wir sagen, ich will eine bestimmte Energie im Plasma haben und ich messe die ganze Zeit die Energie und dann steuere ich meine Heizleistung so an, dass genau dieser Wert der Energie erreicht wird. Dazu braucht man Sensoren, also diese Diagnostiken, die sind dann realtime-fähig, das heißt, was man misst, während dem Kontrollsystem, das ist ein großes Computersystem, sofort zur Verfügung gestellt. Und dann kann dieses Kontrollsystem entscheiden und auch tatsächlich die Aktuatoren, also die Heizung zum Beispiel oder die Gasventile, mit denen man Gas nachfüllt, ansteuern und dabei tatsächlich dann die Größen sozusagen in einem stationären Zustand halten. Das ist ganz wichtig, denn für ein Fusionskraftwerk soll es ja genau so sein. Sozusagen, da sagt man, ich will 2 Gigawatt Leistung und möglichst drückt man aufs Knöpfchen und dann gibt es ein Feedbacksystem, was das tatsächlich sozusagen regelt und in dem Zustand hält, in dem man es haben will. Und es ist ganz wichtig, dass man ausprobiert, wie die verschiedenen Physikelemente zusammenpassen und dass man auch diese Möglichkeiten zur Feedbackkontrolle, zur Regelung hat und nicht nur zuschauen dabei. Und all dies läuft inzwischen über Datenaufnahme, Computer, also nichts mit Joystick und von Hand oder so, sondern das läuft tatsächlich alles über Computer und ist auch tatsächlich so, dass wir da immer wieder lernen und dazulernen auch von modernen Möglichkeiten der Kontrolle und das wird alles an ASTEX Upgrade implementiert. Ich hoffe, das hat ein bisschen Licht sozusagen in die Sache gebracht, was machen wir an ASTEX Upgrade, was sind die Forschungsschwerpunkte dabei. Schreibt doch gerne drunter, ob es euch gefallen hat, ob ihr noch mehr Fragen dazu habt. Wir lesen immer wieder die Kommentare und hin und wieder gibt es ja auch einen Kommentarcheck, der dann aus solchen Fragen entstehen kann.